Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend bei JFT Brokers. Ja, mein Name Stefan Friedrichowski. Ja, und herzlich willkommen hier auf diesem Sendekanal der Webinarreihe bei JFT Brokers. Das heutige Thema: profitable Pair-Trading-Strategie, also ein kleiner Leckerbissen, eine direkte Handelsstrategie, so wie man sie unmittelbar auch tatsächlich umsetzen kann. Hier bei JFD beispielsweise. Und die Strategie, die ich heute ein bisschen vorstellen möchte, geht dann insbesondere schließlich und endlich auf die beiden Ölsorten Brent versus WTI ein. Aber bevor wir jetzt wirklich richtig ins Thema hier einsteigen, da ich jetzt hier auf diesem Sendeplatz komplett neu bin, gleich auch nochmal ein paar Worte zu mir. Also mein Name nochmal Stefan Friedrichowski. Und ein paar kleine Vorbemerkungen. Ja, wenn ihr mich hier anredet, beispielsweise auch im Chat, gerne die Fragefunktion durchaus zwischendurch nutzen. Ich versuche da immer, so gut es geht, auch online drauf einzugehen. Wechselt gerne direkt zum Du. Meistens passiert es mir hier, während ich rede, genauso. Das heißt, ich benutze meistens eher die Du-Form. Also verzeiht mir das, wenn euch das nicht ganz gefällt. Aber es ist immer irgendwie einfacher, in der Form zu reden. Also könnt ihr auch gerne mich hier so in dem Chat entsprechend anreden. Was ihr übrigens auch findet, schon in dem GoTo-Webinar-Bedienpanel, die Folien von heute, die habe ich zum Download bereitgestellt. Das heißt, da ist ein kleines PDF-Dokument mit genau den Folien, die ich hier zeige. Und auch als Vorbemerkung, ich werde auch nachher mal hier ein Excel-Sheet zeigen. Wer das gerne haben möchte, der kann mich gerne kontaktieren. E-Mail-Adresse kommt gleich auf irgendeiner Folie. Und da dann auch entsprechend mich direkt kontaktieren, und ich schicke auch gerne die Folien entsprechend zu. Ja, da melden schon die einen oder anderen auch schon ihren Vornamen. Also ein Helmut sei schon mal nochmal hier extra gegrüßt, der sich hier sozusagen outet. Ja, bevor wir allerdings wirklich losgehen, muss ich immer einmal kurz noch diese Folie hier zeigen. Das ist allgemein üblich und werdet ihr immer wieder hören und sehen. Natürlich der sogenannte Risk Disclaimer. Das heißt, wir reden über Trading-Strategien, aber immer muss man mal den Hinweis geben: naja, wer tradet, tradet natürlich auf komplett eigenes Risiko mit seinem eigenen Konto und mit seinen eigenen Einstellungen. Da hilft auch kein Redner wie ich hier, sondern das bleibt schließlich und endlich natürlich immer eure komplett eigenen Trades. Versteht sich irgendwie auch von selbst, muss aber nochmal einmal gesagt werden. Ja, ich habe versprochen, hier diese Folie werde ich sicherlich nicht hier jede Woche zeigen, wenn ich ein Webinar halte. Aber einmal soll sie gezeigt werden. Wer bin ich? Ein kleines Bildchen seht ihr auch noch von mir. Ist sogar relativ aktuell. Das heißt, ihr seht mich tatsächlich genauso, wie ich auch wirklich aussehe. Ja, und der Background oder was treibt mich persönlich zum Traden, ist eine komplett andere Geschichte. Vielleicht als viele, viele andere Trader. Ja, schon allein der Background eines Physikers ist vielleicht ein bisschen ungewohnt. Ich bin kein technischer Analyst, ich bin kein BWLer, kein Bankmensch. Nein, ich bin vom Hause aus Physiker. Und das schlägt sich dann auch wirklich nachher in meinem Trading-Stil nieder und auch dem, was ich hier in den Webinaren jeweils erzähle. Es ist immer so, dass ich mehr aus dem Bereich der Statistik komme, weniger aus dem Chart, wobei die Trading-Ideen nach wie vor schon aus dem Chart entstehen, werden dann aber auf Herz und Nieren geprüft, ob es auch wirklich statistisch sinnvoll ist, dieser entsprechenden Idee zu folgen. Und das mache ich sowohl auf Basis von Excel-Sheets, das mache ich auch heute hier in dem Webinar einmal kurz, aber auch mit sogenannten C-Programmen, das ist eine Computerprogrammiersprache, die sehr, sehr schnell ist und die erlaubt
vieles wirklich auch auf kleinen Zeitebenen zu hinterfragen, auch mit Millionen von Datensätzen umzugehen und damit dann den entscheidenden Wahrscheinlichkeitsvorteil abzuleiten, den wir schließlich fürs Traden nun mal brauchen. Und ohne diesen Wahrscheinlichkeitsvorteil lohnt sich einfach kein Trade. Natürlich kann man immer aus dem Bauch heraus irgendein Gefühl haben, der Euro, US-Dollar steigt, fällt, was auch immer. Will ich auch überhaupt nichts gegen sagen und auch viele andere Begründungen, warum man einen Trade eingeht. Aber für mich ist der entscheidende Stil immer der, es muss sich in der Vergangenheit bewährt haben. Und wenn es sich in der Vergangenheit bewährt hat, dann habe ich zumindest eine Chance. Das heißt immer noch nicht, dass ich deswegen automatisch auch in der Zukunft profitabel bin. Aber ich möchte diese kleine Gewissheit haben. Und das ist das, was ich halt auch für JFD mache, nämlich genau solche Handelsansätze entwickeln, um diese auch entsprechend profitabel umzusetzen. Ansonsten, naja, ich bin knapp 50 Jahre alt, knapp nicht deshalb, nein, ich bin knapp über 50, dieses Jahr werde ich dann 51 Jahre alt. Ich wohne in der Nähe von Dresden und naja, den Trading-Stil, den habt ihr schon hier jetzt so ein bisschen mitbekommen. Und wer da mal Fragen hat, gerne immer direkt auch in Kontakt treten. Unten steht jetzt schon mal meine E-Mail-Adresse s.friedrichowski@jfdbrokers.com. Mir ist klar, mein Nachname ist nicht der, den man mal so eben hinschreibt. Vielleicht auch ein Grund, warum ich hier immer so gerne zum Vornamen wechsle. Also im Zweifelsfall gerade einen Screenshot machen, die Folien runterladen, da steht er auch drauf. Oder mal kurz aufschreiben. Also so erreicht ihr mich auch direkt bei JFD. Und wenn es Fragen gibt, immer gerne. Also ich bin da wirklich gerne dabei, auch euch mit direkten Fragen und dann den entsprechenden Antworten beiseite zu stehen, um euch in eurem Traden entsprechend voranzubringen. Was machen wir heute hier? Also, Titel sagte schon Pair-Trading-Strategien. Da müssen wir natürlich nur mal überlegen, was überhaupt die Definition von einem sogenannten Pair-Trade ist. Es gibt übrigens auch ganz viele andere Namen dafür. Ratio-Trades, Spread-Trades, alles weitere Namen, die alle das Gleiche meinen. Es läuft nachher immer darauf hinaus, dass wir halt gleichzeitig zwei Positionen, gleichzeitig zwei Underlyings, also zwei verschiedene Symbole traden. Und das halt gepaart. Und deswegen auch der Name Pair Trading, weil es immer ein Trade besteht immer gleich aus zwei Anteilen. Und by the way, es sind immer ein Long und ein Short Trade. Das werden wir uns natürlich uns genauer mal anschauen, wie man das dann angeht und wo man überhaupt eine solche Strategie dann vernünftig überhaupt am Markt platzieren kann. Man sieht schon weiter, naja, ich werde irgendwann sicherlich über Brent Oil versus WTI reden. Das ist hier schon auch auf dieser Folie mit angekündigt, weil das ist gewissermaßen die Mutter aller Pair-Trades. Und dabei kann man schon gleich so ein bisschen Einleitung auch machen, warum und was ein Pair-Trade ist. Ihr seht sofort, hey, Brent Oil versus WTI Oil, ist das nicht sowieso fast dasselbe? Und lohnt sich da irgendein Trade überhaupt und dann auch gleichzeitig mit beiden Underlyings? Das ist sozusagen genau die Ausgangsbasis für diese Strategie, dass wir nämlich korrelierte Märkte haben. Müssen wir uns auch mal gleich genauer anschauen, was das heißt, wenn Märkte korreliert sind. Und was wir dann ausnutzen wollen, sind gewisse Ineffizienzen oder fundamentale Gründe, warum diese beiden Preise, Brent und WTI, auf Dauer nicht voneinander weglaufen können. Gerade bei diesem Beispiel stimmt immer das, was ich immer die sogenannte Story nenne. Nämlich Story heißt, die Idee lässt sich tatsächlich, also die Trading-Idee lässt sich tatsächlich in Worte fassen, in Worten begründen. Und hier haben wir wirklich eine sehr, sehr runde Story, aber dazu später mehr. Also wir müssen uns natürlich die Voraussetzungen angucken, wann wir solche Pair-Trades machen können. Und ganz, ganz wichtig, deswegen habe ich es hier nochmal als eigenen Unterpunkt mit aufgeschrieben, nämlich die Positionsgrößenbestimmung. Da müssen wir natürlich eigentlich immer beim Traden machen. Wir müssen immer unsere Positionsgröße bestimmen für den Trade, den wir anschließend eingehen wollen.
Aber es wird hier nochmal besonders wichtig, gerade weil wir sogenannte marktneutrale Trades hier aufsetzen wollen. Und dabei spielt dann die Positionsgrößenbestimmung nochmal eine extra Rolle und eine hat eine extra Bedeutung. Ich will aber auch hier heute ein bisschen auch einen Ausblick machen, was geht denn sonst noch und insbesondere, was geht denn nicht so gut in Sachen Pair Trade. Klingt immer ein bisschen komisch, wenn jemand auch mal darüber erzählt, was nicht geht, soll aber sehr hilfreich sein, wenn man auch darüber schon mal gehört hat, wo es denn vielleicht eher nicht angebracht ist, genau die gleiche Strategie anzuwenden. Gucken wir uns das aber nochmal genauer jetzt an. Definition Pair Trades. Also, wir wollen zwei Märkte simultan handeln, also zwei verschiedene Underlyings. Wenn ich jetzt Märkte sage, meine ich damit jetzt nicht einen zinsbasierten Underlying wie meinetwegen Eurobund Future oder zu einem gewissen Grad auch Gold und das dann gepaart mit einem anderen Markt wie einem Forex-Markt oder einem Aktienindex. Auch das ist zwar irgendwo prinzipiell möglich, bringt uns, würde uns aber dann in ein ganz anderes Thema, nämlich der sogenannten Sektoren bringen. Das machen wir aber heute nicht. Wir wollen zwei Underlyings handeln, die aus demselben Markt kommen und die was miteinander zu tun haben. Und was wir dann tatsächlich tun, wir öffnen schließlich und endlich sowohl eine Long- als auch eine Short-Position. Also mal kurz an diesem Beispiel Brent W2I werden wir nachher sehen. Da gehe ich dann gleichzeitig eine Long-Position meinetwegen auf Brent ein und eine Short-Position auf WTI. Mal anschauen, worauf das hinausläuft. Diese beiden Ölsorten können auf Dauer nicht auseinanderlaufen. Warum ist hier diese Story so gut? Denken wir mal ein bisschen mehr aus der Distanz und gucken auf Brent und WTI. Es sind beides Ölsorten. Okay, nichts Neues. Beide Ölsorten werden in Raffinerien eingesetzt und aus denen werden weitere Produkte gemacht und meinetwegen Benzin oder sonst was. Stellen wir uns mal kurz vor, einer von beiden steigt. Brent steigt, steigt, steigt. WTI geht seitwärts. Meinetwegen fällt er sogar. Stellt euch vor, ihr wärt jetzt Raffineriebesitzer. Was würdet ihr tun? Na, ihr würdet einfach umsteigen. Das geht vielleicht nicht ganz so einfach, aber auf Dauer würdet ihr, wenn der Brent immer weiter ansteigt, einfach umschwenken auf die Ölsorte WTI. Und würdet die Nachfrage nach Brent würde sinken und die Nachfrage nach WTI würde steigen. Was heißt das? Der eine Preis gibt jetzt wieder nach und der andere Preis steigt. Und damit haben wir ein Grundfundament von dem, was ich auch eingangs Story genannt habe, nämlich diese beiden Ölsorten können auf Dauer nicht weit auseinanderlaufen. Natürlich können beide steigen, beide können fallen, keine Frage. Aber dass der eine munter steigt und der andere munter fällt, das wird auf Dauer keinen Bestand haben. Hier verbietet es sich, weil die Nachfrage nach diesen beiden Ölsorten ist zu einem gewissen Grad austauschbar und damit ist auch klar, was mit dem Preis dann jeweils passiert. Man kann manchmal auch sagen, dass dieses Pair Trade ist ein bisschen der Arbitragehandel des kleinen Mannes. Der ein oder andere hat sicherlich schon mal von Arbitragehandel gehört. Das sind so auch Markt Ineffizienzen, die man versucht auszunutzen. Gelesen habt ihr bestimmt schon mal davon, ist aber das, was normalerweise nur die ganz, ganz Großen machen, was nur möglich ist, wenn man super kleine Spreads hat und wenn man seinen Computer und seine Algorithmen möglichst im Milli-, Nano- oder sonst wie Sekundentakt in der Nähe der Börse platziert hat. Was macht man da eigentlich? Ja, man nutzt auch einen kleinen Informationsvorteil. Man weiß beispielsweise, dass der S&P 500 an der New Yorker Börse etwas anders gehandelt wird, vielleicht als an der Chicago Börse. Und wenn man diesen Informationsvorsprung hat, dann kann man damit was machen. Und das wäre dann ein sogenannter Arbitragehandel. Hier ist es jetzt so, wir nutzen auch eine gewisse Marktineffizienz aus, nämlich wenn diese beiden Preise, Brent und WTI, einfach
auseinanderlaufen. Und dieses Auseinanderlaufen ist für uns der Trigger, hey, hier ist was möglich. Nicht hier ist was faul, sondern hier ist was möglich. Und das, was jetzt hier plötzlich möglich wird, heißt nämlich, dass die Preise wieder zusammenlaufen müssen. Einfach aufgrund von Angebot und Nachfrage. Und da dieses Marktgesetz schon seit Jahrhunderten gilt, gibt es auch keinen guten Grund, warum es nicht auch in Zukunft noch so funktionieren soll. In Summe geht man hier immer sogenannte marktneutrale Trades ein. Das heißt, wir passen nachher genau diese beiden Positionen so an, dass wenn jetzt einfach nur der Ölpreis, und jetzt sage ich bewusst Ölpreis, und dann sage ich ganz unabhängig von Brent und WTI, wenn der Ölpreis steigt, soll es mich schließlich und endlich gar nicht stören. Wenn beide um 1% steigen, wenn Brent um 1% steigt und WTI um 1% steigt, dann habe ich halt erstmal noch gar nichts. Und das macht aber auch nichts. Das heißt, ich bin nicht von der allgemeinen Marktlage abhängig, ob jetzt Öl steigt oder fällt. Deswegen die marktneutralen Trades. Merken wir aber gleich noch genauer, was das werden soll. Gucken wir uns aber mal wirklich an. Was wir hier in der Grafik haben, sind die beiden Ölpreise. Und zwar WTI und Brent. WTI in dunkelblau, Brent in rot. Und die meiste Zeit kann man die beiden Preise sogar in dieser Charteinstellung fast nicht voneinander trennen. Es gibt mal so 3 Jahre, nämlich mehr hier hinten, da wo jetzt meine Maus steht, so zwischen 2011 und 2014. Da waren sie tatsächlich mal etwas länger auch auseinander. Aber im Wesentlichen sind die Preise eigentlich sogar fast identisch. Das ist nicht eine notwendige Voraussetzung. Ich mache nämlich gleich ein zweites Beispiel, dass die Preise wirklich identisch nahezu sind. Das brauchen wir nicht. Das ist auch nicht wirklich erforderlich. Der eine Preis kann gerne auch standardmäßig doppelt so hoch sein wie der andere. Also kurzer Exkurs, mal angenommen, die eine Ölsorte hat nur den halben Brennwert, dann ist sie wahrscheinlich auch nur halb so viel wert. Und deswegen wäre der Preis auch dann vielleicht auch nur halb so teuer. Aber das alleine würde uns noch nicht stören. Hauptsache, sie laufen gleich. Das heißt, diese Bewegungen, diese vielen Auf- und Abs, die hier auch in dem Chart noch zu erahnen sind, dass die prinzipiell synchron laufen. Und wenn es dazwischen, wir werden das gleich aufzoomen, zu Ineffizienzen kommt, das sind unsere Möglichkeiten. Aber was man hier sieht, prinzipiell sind diese beiden Ölsorten hochgradig miteinander korreliert. Genau das, was wir auch als Ausgangsformulierung für diese Strategie auch formuliert haben. Das jetzt hier über 17 Jahre schon, also solange dieser Chart hier reicht. Machen wir mal ein zweites Beispiel, dass man sieht, dass das auch prinzipiell natürlich auch für andere Dinge funktioniert. Hier muss ich allerdings schon einen kleinen Kunstgriff machen, nämlich eine logarithmische Y-Achse. Also wollen wir nicht hier in die mathematischen Details gehen, aber was haben wir denn hier? Wir haben hier den S&P 500, kennt jeder. Und wir haben den Dow Jones. S&P 500 ist der blaue hier unten, also der, der jetzt im Moment so bei grob 2000 steht. Und Dow Jones, muss ich gestehen, habe ich jetzt gerade gar nicht auf dem Hut. Ich vermute mal immer noch sowas wie 18.000. Worum geht es mir eigentlich wirklich? Was man natürlich sofort sieht, ist, diese beiden Indizes, S&P 500 und Dow Jones, laufen auch im Wesentlichen synchron. Also da, wo der eine ein Minimum hat, hat auch der andere sein Minimum. Und die gesamte Bewegung beider Kurven ist eigentlich so auf den ersten Blick deckungsgleich. Was sie halt unterscheidet, ist ein Faktor. Der Faktor ist hier ungefähr 7. Also Dow Jones, S&P 500 mal 7 ist ungefähr gleich dem Dow Jones. Das ist aber auch halt eine hochkorrelierter Markt, was jetzt hier nicht gerade auch überraschend, erstmal prinzipiell nicht überraschend ist, dass die beiden miteinander korreliert sind. Immerhin sind es die beiden führenden Aktienindizes der USA. Von daher
Oh, jetzt kriege ich gerade noch den Preis gesagt. Dow Jones, danke an Jens, steht bei grob 20.000 Punkten. Gut. Aber es geht hier darum, dass diese Auf- und Abs auch hier hochgradig miteinander korreliert sind. Ich will aber schon mal vorneweg sagen, die Story, die ich ja beim die ich bei Brent versus WTI so favorisiere und so gut finde, die versagt ein bisschen beim S&P 500 und dem Dow Jones. Jetzt wird der eine oder andere sofort sagen, hey, kann er da nicht, wieso soll da die Story irgendwie versagen? Wenn der eine steigt, steigt auch der andere. Ja, ich gebe ich schon prinzipiell recht, aber gehen wir mal kurz ins Detail. S&P 500, wie der Name sagt, sind die 500 führenden Aktienunternehmen in den USA. Dow Jones sind 30 verschiedene Aktien. Jetzt stellt euch mal vor, wir haben im Dow Jones ein, zwei, drei absolute Überflieger. Also so irgendwelche Aktien von Unternehmen, die gerade die Chancen ihres Lebens haben und steigen, 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 steigen. Dann würde der Dow Jones tendenziell mit stärker steigen als der S&P 500. Und das kann sich natürlich auch über ein Jahr lang mal hinziehen, oder auch zwei. Das heißt, die Begründung mit den Ölpreisen, die trifft hier natürlich nicht zu eins und eins zu, weil keiner wird deswegen den Dow Jones verkaufen, weil er gerade unbedingt zu teuer ist. Also jetzt so ähnlich wie beim Brent versus WTI. Also ganz so sauber ist die Story hier nicht. Trotzdem, erstmal sind die Märkte auf jeden Fall korreliert und sie sind auch erstmal hochkorreliert. Was man in Wahrheit jetzt tut, um wirklich in Richtung des Pair-Trades zu kommen, man dividiert die beiden Kurse durcheinander. Also man macht wirklich genau das, was ich sage, nämlich man nimmt meinetwegen den S&P 500 und dividiert jeden Tag den Close-Kurs durch den Dow Jones Kurs. Und das Ganze sieht dann beispielsweise so aus. Das ist hier jetzt genau diese Ratio, daher auch ein bisschen der Name, oder anders ausgedrückt, das ist einfach der Quotient. Also hier habe ich jetzt die beiden Preise taggenau durcheinander dividiert. Und da sieht man auch, dass so im ganz groben langfristigen Mittel hier irgendwie 0,11 bis 0,12 ungefähr rauskommt. Deswegen war ich vorhin schon mal so bei Richtung 1 zu 7, 1 zu 8. Das ist so die prinzipielle Marschrichtung des Faktors zwischen diesen beiden Aktienindizes. Dass es hier auch mal längere Phasen deutlichere Abweichungen gab, sehen wir hier zumindest mal am Anfang. Aber auch so sind hier gibt es sozusagen noch richtig Bewegung in diesem Ratio. Und das ist schon ein erster Hinweis. Also mit Bewegung meine ich benutze mal so klassische Charttechniksprache. Das sieht fast aus wie Trends. Also so wie ein Aufwärtstrend hier in diesem Ratio, der dann in eine Seitwärtsphase gegangen ist und dann hier am Ende abgefallen ist. Solche längerfristigen Trends, die findet man hier. Aber man findet auch kurzfristiges Gezappel. Das wäre jetzt S&P 500 und Dow Jones. Gucken wir uns das Gleiche, aber mal für Brent und WTI an. Ihr erinnert euch, dass die Preise ohnehin nahezu identisch waren, was keine notwendige Voraussetzung für die Strategie ist. Was man aber natürlich jetzt hier sofort daran erkennt, dass wir im Wesentlichen einen Quotienten von 1 haben. Also sprich, sie sind nahezu gleich teuer. Was einem auch schon mit bloßem Auge hier auffällt, ist sozusagen die Zittrigkeit. Also dass es sehr kurzfristig ist, dass wir hier deutliche Abweichungen von irgend so einem Mittelwert kriegen. Also gehen wir auch mal gedanklich gerade so vor, stellen uns hier ein EMA oder sowas vor, was das glättet, dann ist das Gezappel um diesen EMA und den EMA werden wir gleich tatsächlich noch benutzen, durchaus sehr groß. Und das ist schon der erste Hinweis, wie die Strategie nachher aufgebaut ist und wie sie funktioniert. Nämlich, wenn wir hier so Extreme haben, also wenn mal dieser Quotient aus diesen beiden Preisen so lokal so einen Extremwert hat, dann ist was faul. Faul soll heißen, dann ist irgendetwas gerade ineffizient. Dann sind die Preise unnatürlich
auseinander. Nochmal den Umkehrschluss. Wenn hier plötzlich solche Spikes auftreten, heißt das ja nichts anderes, dass eine von diesen beiden Ölsorten gerade unnatürlich entweder angestiegen oder abgefallen ist. Also unnatürlich im Sinne von im Vergleich zu dem anderen. Hier muss man immer eher prozentual denken. Also der eine steigt vielleicht 1% und der andere steigt gerade 3%. Dann treten diese Peaks auf. Genau dann, wenn der eine zum Beispiel viel stärker steigt als der andere oder womöglich steigt sogar einer und einer fällt. Das führt dann zu solchen Spikes in dem Ratio. Und das sind dann unsere Gelegenheiten. Das ist die Abweichung vom Normalen. Und ihr werdet, wenn ihr mal hin und wieder hier Webinare von mir hört, sehen und hören, dass immer genau die Abweichung vom Normalen, das sind unsere Trading-Chancen. Das ist das, wo wir uns als privater Trader drauf stürzen können, weil jetzt haben wir eine Chance. Jetzt ist es nicht mehr normal und die Börse will wieder zurück zum Normalen. Und das ist das, was wir ausnutzen. Bevor ich sogar das Ganze gleich in einem Excel-Sheet euch genauer zeigen will, will ich trotzdem schon genauer sagen, wie es denn eigentlich geht. Was man technisch macht, man bildet als erstes diesen Ratio. Okay, das ist mathematisch jetzt nicht so schwer. Das ist einfach der eine Kurs dividiert durch den anderen Kurs. Was wir jetzt aber als nächstes machen ist, wir legen einen EMA in den Ratio. Was ist jetzt hier die Bedeutung des EMAs? Naja, der EMA soll das Rauschen rausnehmen, diese allgemeinen kleinen Trendphasen, die da irgendwie drin sind. Ich will jetzt wissen, wo ist so eine Art fairer Wert des Ratios? Dieses ohne Rauschen, so auf Basis von ein paar Tagen, vielleicht auch von ein paar Wochen. Wo ist denn der eigentliche faire Wert zwischen diesen beiden Underlyings, also bezogen auf den Quotienten dieser beiden Underlyings. Und was wir uns dann angucken ist, wir bilden tatsächlich jetzt die Differenz von unserem aktuellen Ratio zu diesem EMA. Also das ist so die Abweichung vom fairen Wert. Und wenn diese Abweichung besonders groß wird, dann sage ich, jetzt haben wir eine neue Situation, jetzt ist was Ungewöhnliches. Und diese neue ungewöhnliche Situation ist die, die wir jetzt traden. Weil jetzt ist ein Symbol, ich sage das bewusst so allgemein, weil wir ja dieses Ratio Idee auch auf andere Underlyings anwenden wollen, dann ist ein Symbol gerade ungewöhnlich teuer im Vergleich zum anderen. Oder eins ist ungewöhnlich billig, je nachdem, wie ihr es wollt. Und das ist natürlich für uns der Ausgang für einen Trade. Und ich habe das jetzt hier mal aufgeschrieben mit ziemlich vielen Gänsefüßchen, weil mir hilft trotzdem diese, ich sag mal, vereinfachte Sprache, um mir das zu auch vorstellen zu können, was wir denn hier eigentlich traden. Der jetzt zu teure ist der, den wir jetzt short traden. Also der gerade aktuell scheinbar zu teuer ist. Auf den machen wir einen Short Trade. Und der zu billige, den traden wir long. Die Idee dahinter ist, wenn der eine zu teuer und der andere zu billig ist, dieser Ratio soll wieder zurück zu seinem fairen Wert. Also das, was normal ist, also in Richtung des EMAs, also das, was uns die kurzfristige Historie als den sinnvollen Wert zwischen diesen beiden Underlyings angibt. Und dieses zurück zum normalen Wert hat eigentlich auch in der Trading-Strategiesprache einen eigenen Namen. Und ganz allgemein nennt man das sogenannte Mean Reversion Trading-Strategien. Also zurück zu dem Mittelwert. Und das wird sicherlich mal ein Thema, was wir auch nochmal in einem anderen Webinar vertiefen werden, ist eine in Summe sehr, sehr geeignete Trading-Strategie. Nochmal bezogen aber hier auf unsere Strategie, die wir hier gerade diskutieren, heißt das nichts anderes, wenn jetzt unser Ratio wieder durch diesen EMA durchrauscht, also den wieder schneidet, dann sind wir ja wieder auf dem normalen Wert, beziehungsweise dann schon auf der anderen Seite wieder. Dann beenden wir den Trade. Und das ist genau unser Ein- und Ausstieg. Der Einstieg ist dann
wenn wir deutlich vom EMA abweichen und wir beenden den Doppeltrade, wenn wir wieder am fairen Wert sind. Dadurch, dass wir das auf Basis vom EMA machen, kriegen wir auch keine Endlos-Trades. Also uns kann es nicht passieren mit dieser Strategie, dass wir irgendwelche Trades monatelang hier halten, weil der EMA folgt dem Ganzen sowieso. Und von daher sind wir geschützt vor sogenannten Endlos-Trades. Die allgemeine Marktbewegung, die spielt überhaupt keine Rolle. Wenn jetzt, nachdem wir den Long- und den Short-Trade geöffnet haben, wenn jetzt der allgemeine Markt, der Ölpreis einfach steigt, naja gut, dabei gewinnt erstmal prinzipiell der Long-Trade, den wir eingegangen sind, und der Short-Trade verliert. Also wenn beide anschließend um 1% steigen, passiert gar nichts in unserem Konto, weil wir den Trade neutral anlegen. Das heißt, die allgemeine Marktbewegung spielt schon mal keine Rolle. Was wir brauchen, ist wieder back to normal, also zurück zum fairen Wert, nämlich halt dem Wert, der vorher als der typische Ratio zwischen diesen beiden Underlyings immer da war. Und noch ein grundsätzliche Bemerkung vorneweg, nämlich die sogenannte Marktneutralität. Und geht auch ein bisschen schon in die Richtung, die gerade gefragt wird, wie wird das Risiko begrenzt? Gehe ich gleich auch nochmal explizit drauf ein, weil so wie ich das hier vorstelle, kann man es zumindest im klassischen MT4 nicht unmittelbar mit einem Stop-Loss versehen. Aber dazu gleich nochmal mehr. Was wichtig ist für diese Strategie ist, dass wir den Trade tatsächlich marktneutral anlegen. Marktneutral soll genau das heißen, was ich gerade als Beispiel auch gebracht habe. Wenn jetzt der Markt, also sprich meine beiden Ölsorten, beide um 1% steigen, dann soll der Trade davon unbeeindruckt sein. Wie erreicht man das? Na, genau so, wie es hier erstmal nicht steht in der nächsten Zeile. Nämlich, ich habe es mal bewusst an dem Beispiel S&P 500 und Dow Jones gemacht, weil da weiß jeder sofort, hey, hier ist was faul, wenn ich das so traden würde. Also mal angenommen, ich würde ein Lot Short S&P 500 traden und ein Lot Long Dow Jones, dann ist das bei weitem nicht marktneutral. In dem Fall denkt man mal ein bisschen mehr darüber nach. Naja, der eine steht irgendwie bei 2.200, der andere bei 20.000, also kann ich nicht von dem bei beiden genau ein Lot kaufen. Das wäre falsch. Wie kriegt man das jetzt aber angepasst? Naja, auch wenn es ein bisschen mathematisch klingt, ich habe es ja wirklich mal als Formel aufgeschrieben. Was man eigentlich braucht ist, man muss einfach nur sagen, dass die Lot Size von dem Symbol A mal dem Kurs von dem Symbol A genauso groß sein soll wie die Lot Size vom Symbol B und der Kurs vom Symbol B. Kurzes Beispiel hier aus dem Stand heraus. Naja, wenn jetzt, ich mache mal eben die zwei Kurse von Dow Jones und S&P 500 ein bisschen anders. Dow Jones bei 20.000, S&P 500 bei 2.000. Dann ist sofort klar, na klar, wenn ich jetzt 10 Lot S&P 500 und ein Lot Dow Jones trade, dann haben die plötzlich auch die gleiche Wertigkeit. Die linke und die rechte Seite. Und das ist tatsächlich genau so, wie es mathematisch nicht gehört. Man kann das als Gleichung aufschreiben. Aber, kleiner Hinweis, nur dann, wenn die linke und die rechte Seite dieser Gleichung auch wirklich die gleiche Währung haben. Warum mache ich den Hinweis? Beim S&P 500 und Dow Jones ist es natürlich der Fall. Beides wird in US-Dollar gepreist. Stellen wir uns aber vor, wir wollen eine Strategie bauen, die den DAX gegen den S&P 500 macht. Da müssen wir natürlich noch den Wechselkurs berücksichtigen, weil wir jetzt auf der linken und rechten Seite der Gleichung hier nicht die gleiche Währung haben. Also dann spätestens bitte noch die Währung mit berücksichtigen. Prinzipiell wird diese Strategie, und deswegen ist hier auch dieser fette Hinweis unten, Achtung, so wie ich das hier gerade diskutiere, hat der Pair-Trade keinen Stop-Loss. Deswegen an Roland, der hier die Frage auch schon mal aufgeworfen hat, wie wird das Risiko begrenzt? Zunächst mal gar nicht. In Praxis schon. Ich will das nur der Vollständigkeit sagen.
So wie ich auch gleich in einem Excel-Sheet die ganze Strategie beschreibe, hat sie keinen realen Stop-Loss. Und deswegen auch nochmal hier der explizite Hinweis. Ein Trade, den ich in einem realen Konto eingehe, hat bei mir immer einen Stop-Loss. Bezogen auf die Strategie heißt das übrigens, dass das Pair einen Stop-Loss bekommt. Trades aus dieser Strategie haben in aller Regel immer einen Gewinner und einen Verlierer. Das heißt, meinetwegen der Brent-Trade gewinnt und der WTI-Trade verliert. Wichtig ist ja eigentlich nur, dass die Summe von beiden noch positiv ist. Was wir hier brauchen, ist natürlich dann ein Stop-Loss auf die Summe der beiden Trades, nicht auf den einzelnen. Dann geht die ganze Strategie kaputt. Da würde uns der eine Trade immer ausgestoppt werden, und anschließend dreht der Markt wie auch immer. Das kennt ihr alle. Das heißt, wir brauchen hier, wenn einen Stop-Loss, dann auf die Summe der beiden Trades. Kommt nochmal gerade ein Hinweis, wenn die Ratio sich umkehrt, dann stehe ich mit zwei Trades im Minus. Nein, das ist genau nicht. So, immer dann, wenn die Ratio genau sich umdreht, dann beende ich meinen Trade im Plus. Seht ihr gleich sofort, wie ich das meine. Deswegen, nachdem wir hier nochmal die Marktneutralität hatten, will ich das ganz konkret mal zeigen, wie die Strategie funktioniert. Und ich hoffe, das langweilt euch jetzt nicht, wenn ich hier mal ein bisschen Excel-Sheets zeige, soll aber auch gleichzeitig ein kleiner Appell sein. Hey, eine solche Strategie kann man tatsächlich in einem solchen Excel-Sheet ab- und herleiten. Und wer dieses Excel-Sheet haben möchte, dem schicke ich es auch gerne zu. E-Mail-Adresse kommt am Ende übrigens dann nochmal im Zweifelsfall einfach an JFD schreiben. Die kennen mich definitiv und leiten sonst auch an mich weiter. Ich will jetzt hier die Strategie nochmal kurz komplett aufrollen, damit sie nochmal deutlich wird, wie sie eigentlich funktioniert. Lasst euch nicht täuschen, wenn jetzt so viele Zahlenkolonnen hier sind. So ist halt Excel gebaut. Grundsätzlich, was haben wir hier eigentlich? Ich habe hier die Preise vom WTI. Und zwar in Wahrheit Open, High, Low, Close, weil ich die Daten immer so beschaffe. Und dann vom Brent. Okay. Soweit der Anfang. Dann bilde ich halt diesen Ratio. Und der Ratio ist nun mal nichts anderes als der Quotient zwischen den beiden. Und dann bilde ich halt den EMA auf diesen Ratio. Kann man auch in Excel sehr einfach sich beschaffen. Und an der Stelle jetzt gleich höre ich auch erstmal mit den Excel-Zellen auf und jetzt bilde ich einfach den Abstand zwischen Ratio und dem EMA auf dem Ratio. Jetzt gucken wir uns das mal genauer an. Damit wird auch gleich nochmal die Strategie deutlich, wie sie eigentlich funktioniert. Das Bild hier hatten wir schon auf meinen Folien gerade, nur da fehlte der EMA drin. Ich habe ihn da bewusst weggelassen, weil, wie man sieht, sieht man so eigentlich erstmal noch gar nichts. Interessant wird ein Zoom hier rein. Wir gucken uns das mal genauer an. Also ich habe jetzt hier einfach an irgendeiner Stelle reingezoomt. Und wir haben jetzt hier aufgetragen immer noch den Ratio blau, also der Quotient aus WTI dividiert durch Brent und den EMA auf den Ratio. Das ist die rote Linie. Da ich einen ziemlich kleinen EMA-Wert hier gerade habe, folgt der EMA natürlich dem Kurs, also in dem Fall dem Ratio, sehr, sehr schnell. Und die Strategie soll ja jetzt davon leben, dass wir Abweichungen traden. Das wird unser eigentliches Signal. Also gucken wir uns doch die Abweichung auch mal direkt an. Soll heißen, ich bilde jetzt hier die Differenz zwischen der blauen und der roten Kurve. Nichts anderes. Zunächst mal hier wieder für die komplette Historie und das nur mal einfach auf sich wirken lassen. Hier sieht man auch, was diese Strategie eigentlich auch gleichzeitig mit ausmacht. Man tradet immer um die Null herum. Also man tradet die Differenz zwischen Ratio und EMA. Und das ist halt eine Kurve, die sich irgendwie immer um Null bewegt, logischerweise, weil sie ist so konstruiert und erst recht bei kleinen EMA-Werten bleibt,
dem gar nichts anderes über, als hier wie so eine Audiosignal auszusehen, was um die Null hin und her oszilliert. Interessant wird jetzt wieder genau der Punkt, wenn wir hier mal wieder reinzoomen. Und dann haben wir endgültig auch, wie die Strategie eigentlich funktioniert. Bevor ich jetzt das nochmal genauer sage, also was haben wir denn jetzt hier nochmal? Wir haben hier den Ratio minus den EMA, also den Quotienten minus den EMA auf den Quotienten. Und wenn wir jetzt hier, ich mache Kreuz mal oder ich kreise mal hier einen so einen Peak ein. Wenn wir jetzt hier an dieser Stelle, wo ich mit meiner Maus jetzt gerade kreise, haben wir so einen Extremwert. Das heißt, also da haben wir einen hohen, großen Wert zwischen der Differenz des Ratios und dem EMA auf den Ratio. Und das ist jetzt das Signal, ein Short, ein Long. Und sobald anschließend der Ratio wieder Richtung Null rast, habe ich meinen profitablen Trade. Sobald das dann passiert, ist der Trade automatisch ein profitabler Trade. Wenn das möglichst schnell passiert. Wenn ich natürlich im Vorhinein immer wüsste, wo Maxima sind, würde ich natürlich das wie immer super einfach treffen. Was machen wir jetzt hier in der Strategie? Relativ einfache Geschichte. Wir legen hier einfach eine horizontale Linie rein. Zum Beispiel bei 0,005. Genau hier in der Mitte. Das gleiche übrigens auf der anderen Seite ebenfalls. Auf beiden Seiten. Und die Eintrittsbedingung heißt jetzt, wenn wir oberhalb dieser Linie sind, eröffnen wir unseren Ratio-Trade. Den einen Long, den anderen Short. Der zu teuer ist, den shorten wir. Der zu günstig ist, den traden wir Long. Nach dem Einstieg läuft der Trade und in dem Moment, wo der Ratio wieder die Nulllinie kreuzt, beenden wir den Trade. Wer eine solche Strategie genauer sich anguckt, wird feststellen, man muss unbedingt, wie immer, den Spread auch mitnehmen. Weil natürlich wissen wir alle, prinzipiell, nachdem wir einen Trade in dieser Art und Weise eröffnen, sind wir immer erstmal im Minus. Und zwar sozusagen doppelt. Wir eröffnen ja zwei Trades. Und beide Trades sind in der Millisekunde nach der Trade-Eröffnung erstmal genau um den Spread im Minus. Daran kommen wir nicht vorbei. Das müssen wir also auf jeden Fall immer mindestens sowieso verdienen, damit wir hier auf Dauer profitabel sind. Hier, weil die Frage gerade kommt, ist der EMA 4. Ganz kleine Zahl. Ich will das aber auch gleich zeigen, dass es gar nicht so genau auf den EMA-Wert ankommt. Das ist auch das, was man hier aus einem Excel-Sheet heraus ableiten kann. Aber nochmal ganz kurz, ich wiederhole nochmal den Einstieg. Immer dann, wenn wir also hier einen Extremwert auf der positiven oder auf der negativen Seite haben, eröffnen wir unseren Pair-Trade und wenn wir wieder durch die Null laufen, schließen wir ihn wieder. Dass jetzt hier nicht jeder Trade, also jeder Pair Trade ein Gewinner wird, ist auch klar. Allein schon wegen dem Spread. Und auch, weil wir natürlich nicht immer auf dem Maximum einsteigen oder auf dem Minimum hier einsteigen können. Sondern wir machen uns eine ganz einfache Regel. Und diese Regel ist hier oben auch markiert. Und zwar, wir haben einfach so einen Schwellwert. Wenn ein Schwellwert überschritten wird, der Schwellwert ist hier 1,2, dann eröffnen wir den Trade und hier, weil es gerade gefragt wurde, steht der EMA auf dem Ratio, nämlich die 4. Ich will trotzdem mal kurz in dem Excel-Sheet weiter zeigen, wie das hier so weitergeht. Und damit euch auch ein bisschen einladen, wenn ihr sowas Ähnliches macht, worauf man dann ein bisschen achten muss. Ich scroll hier mal ein bisschen rüber, bis diese Grafik hier noch gerade deutlich wird. Hier haben wir drei Kurven. Die gelbe, die rote und die blaue. Was wir hier haben, sind die Trade-Ergebnisse zunächst mal, ändert sich gleich noch, in Prozent. Also so wie ich habe 1% im WTI gewonnen oder 1% verloren. Und das mache ich natürlich Vorzeichen richtig, je nachdem, ob ich Long oder Short trade. Und was wir dann haben, ist sowas wie die Einzel-Equity-Kurve aller Brent-Trades und die Einzel-Equity-Kurve aller
WTI-Trades. Dass jetzt hier einzelne Trades jeweils im Plus und Minus landen, ist jetzt überhaupt gar kein Problem. Was entscheidend ist für diese Strategie, ist die gelbe Kurve, nämlich die Summe aus beiden. Die Summe aus beiden ist das, was hier schließlich endlich in der Strategie überbleibt. Und diese gelbe Kurve geht erstmal prinzipiell nach Norden. Und das ist das, was ich von einer Trading-Strategie will. Natürlich habe ich auch den Spread hier berücksichtigt. Ich mache keine Strategien ohne Berücksichtigung vom Spread. Das wäre strikter Selbstbetrug. Was jetzt wichtig ist, ich ändere mal den EMA, weil ich ohnehin nach dem Wert gefragt wurde. Der EMA steht im Moment bei 4. Ich ändere ihn mal auf 5. Was relativ viel ist übrigens. Das ist eine EMA-Änderung um 20%. Das ist so wie von EMA-Wert 200 auf 240. Und ihr seht, na gut, die Equity-Kurve hat sich ein bisschen verändert, aber sie bricht nicht instantan zusammen. Und genauso, wenn ich mal wieder zurückgehe, wenn ich diesen Schwellwert, das ist diese horizontale Linie, die ich gerade nur fiktiv in meinem Chart hatte, wann ich denn den Trade eröffne. Wenn ich daran ein bisschen drehe, zum Beispiel, ich mache die Zahl ein bisschen größer, dann ändert sich zwar Details in der Equity-Kurve, aber nicht wirklich die Equity-Kurve. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist für Trading-Strategien, dass sie nicht von den letzten Details abhängen. Soll heißen, ich mache mal gerne das Beispiel, wenn ich eine Strategie habe, die mit einem EMA 200 funktioniert und ich stelle fest, beim EMA von 201 funktioniert sie nicht mehr, dann sollte ich sie besser gar nicht traden. Das Ganze ist allerdings dann natürlich prozentual zu betrachten. Der Unterschied zwischen 4 und 5 ist schon gewaltig. Das sind immerhin 20% oder 25 von unten nach oben. Also muss man da auch richtig gucken. Und das ist dann das, was die Überoptimierung vermeidet und was genau eine stabile Trading-Strategie dann in Summe ausmacht. Wenn man sowas hier in so einem Excel-Sheet weiterentwickelt, will ich auch gerne sagen, wie das weitergeht. Natürlich wollen wir nicht Trades in Prozent haben. Schließlich und endlich wollen wir natürlich Trades in Euro oder Dollar haben. Und das kann man natürlich hier auch umrechnen. Was man allerdings natürlich machen muss, ist, man muss sich an die Broker-Gegebenheiten auch halten. In unserem Fall bei JFD haben wir sowohl eine minimale Lotgröße, die ist 0,1, und auch die Stückelung für Brent und WTI ist in 0,1 Einheiten. Das heißt, genauso werden dann hier auch die einzelnen Trades berechnet und die Lotgrößen marktneutral, so gut es geht, hundertprozentig geht es nicht, aufgrund der endlichen Stückelung, dann auch entsprechend eingehalten. Und ja, dann genau so sieht ein typisches Einzelergebnis eines Trades aus. Der eine Trade macht hier 40 Dollar Gewinn und der andere Trade macht 16 Dollar Verlust. Und so geht das hier immer mal wieder. Ihr seht hier auch anhand der Zahlen, hier unten ist ein Trade, da macht der eine 650 Dollar Gewinn und der andere halt 400 Dollar Verlust. Es ist sogar eher selten, wie hier in diesem Fall, wo beide Trades sogar ein Plus-Trade sind. Und so summiert sich das hier immer wieder. Einer ist vielleicht im Plus, einer im Minus, aber es ist nicht immer alles positiv. Auch hier haben wir zum Beispiel so ein Beispiel. Es ist zwar der eine Trade im Plus mit 160 Euro, aber der andere Trade hat ein Minus von 200 Euro. So summiert sich das natürlich alles und das muss man natürlich dann mit beachten. Ich habe euch, weil ich halt gesagt habe, diese Strategie hat formal keinen Stop-Loss. Deswegen betone ich das hier extra nochmal und will auch sagen, dass zwischendurch ein Einzeltrade hier auch durchaus mal deutlich im Minus stehen kann. Also immer der Pair, also die Summe aus beiden Trades. Das heißt nicht, dass die Summe aus den beiden Trades hier mit 1000 Dollar beendet wurden. Nee, nee. Der Trade stand nur mal kurz bei minus 1000 Euro. Konkret dieser Trade wurde sogar im Plus beendet. Das kann beim Pair-Traden passieren. Dadurch, dass wir allerdings hier einen kleinen EMA gewählt haben,
kommen wir immer sehr schnell auch aus dem Trade wieder raus. Ich will nicht, dass wir hier bei einer solchen Strategie Trades mit also auf sehr, sehr lange Sicht halten. Kommt gerade noch ein Hinweis von Franz, wenn man Kommission und Swaps berücksichtigt, sehen die Kurven schlechter aus. Sie werden geringfügig schlechter. Ich habe allerdings hier den Spread bewusst schon etwas zu groß gewählt, um mich an der Stelle in Gänsefüßchen zu bestrafen, und um die Kommission entsprechend ebenfalls dann schon drin zu haben. Das nochmal als kleiner Hinweis. So sieht so eine Strategie prinzipiell aus, immer aus der Summe aus diesen beiden Trades. Und was wir halt bekommen, ist durchaus etwas Profitables und das sogar ziemlich stabil. Für eine ziemlich lange Historie, hier in Summe 17 Jahre. Und das bringt mich natürlich schon dazu, auch an diese Strategie entsprechend, wenn ich jetzt sage, zu glauben soll heißen, überzeugt zu sein. Ganz konkret will ich mal einen Trade gerade aktuell zeigen, weil diese Strategie ist dabei auch komplett umgesetzt zu werden. Und da ich nun mal die Ehrlichkeit liebe, und will ich auch zeigen, wie hier gerade ein aktueller Pair-Trade steht. Hier haben wir einen solchen Trade. Und wer jetzt mal da unten genau guckt, der sieht, es gibt einen Long-Trade auf Brent und einen Short-Trade auf WTI. Beide Trades wurden heute Nacht eröffnet. Und aktuell habe ich eine Minussumme. Das sieht man hier unten, gerade 16, 17 Euro im Minus ist die Summe dieser beiden Trades. Das ist der momentane Stand. Logischerweise gibt es hier auch entsprechend Kommissionen und Swap-Kosten. Ihr seht aber auch, dass schon ein paar Trades gemacht wurden und das auch in Summe bisher schon profitabel. Aber eine Historie von ein, zwei Wochen im realen. Oder das ist noch nicht ganz der reale Trade, das ist noch ein Demokonto, ist natürlich noch zu kurz, um daraus auch noch auf die Strategie komplett zu beurteilen. Gefahr, ich lese mal einen Kommentar gerade vor, Gefahr, WTI und Brent sind aber die unterschiedlichen Handelszeiten. Da danke ich auch ganz insbesondere für den Hinweis, weil ich will ja auch noch kurz noch über andere Underlyings reden. Brent und WTI wird im tatsächlichen Handel hier so gemacht, dass die Trades nach JFD-Zeit um 1:10 Uhr eingegangen werden, so zwischen 1:10 Uhr und 1:15 Uhr. Das ist dann nach unserer Zeit zwischen 2:10 Uhr und 2:15 Uhr, um halt genau unterschiedliche Handelszeiten hier aus dem Weg zu gehen. Wäre die Strategie aber in einer ähnlichen Form beispielsweise FDAX gegen Dow Jones handeln möchte, der muss natürlich ganz genau auf die Handelszeiten aufpassen. Besser gesagt, ich würde das immer nur so machen, dass ich sowohl die Kursdaten als auch die echten Trades nur zu den wirklichen Handelszeiten zulasse. Ich gehe natürlich nicht den einen Trade um 8 Uhr morgens ein und den anderen dann womöglich erst um 15:30 Uhr. Das ist dann kein Pair-Trade. Und es würde auch der ganzen Idee dieser Strategie komplett widersprechen. Wie hoch sollte das Trading-Kapital für die Ölstrategie sein? Da steht noch ein kleiner Hinweis, insgesamt 4,1 Lot. Das kann ich jetzt so noch nicht beantworten. Mache aber gerne den Hinweis, also jetzt aufgrund der Zahlen kann ich es noch nicht beantworten, wie man das macht. Ich will aber trotzdem dazu sozusagen schon mal eine Ad-hoc-Idee geben. Wer bereit ist, und so möchte ich es auch hier die Frage möglichst sauber beantworten. Wer bereit ist, einen Floating, also einen Gegen, also einen aufkommenden Verlust von 1000 Dollar zu ertragen, ich sage das ganz bewusst so, wie es ist, der kann diese Strategie hier auf aktuell
mit ungefähr einem Lot handeln. Dann sind beide Trades ungefähr ein Lot groß und man könnte auch mal zwischendurch mit 1000 Euro floating-mäßig im Minus sein. Was noch nichts sagt über den Drawdown der Strategie. Mir geht es nur um die Betrachtung aufgrund der Historie, die ich hier unmittelbar habe und dem, was dann hier als Lot-Size gerade getradet wird. Also soweit versuche ich zumindest mal die Frage ziemlich genau zu beantworten. Gut, also was wir gelernt haben ist, Pair-Trading ist immer Long und Short und das marktneutral. Ich will aber kurz auch noch mal darauf eingehen, was geht und was nicht geht, damit ihr auch die Möglichkeit habt, auch andere Dinge genauso zu untersuchen. Voraussetzung ist immer diese Hochkorrelation der unterschiedlichen Märkte und möglichst, dass es auch eine Story gibt. Ich mache euch gleich auch noch mal ein Beispiel, wo auch die Story zumindest ein bisschen besser ist, als wenn man S&P 500 und Dow Jones nimmt. Was nämlich in der Tat nicht so gut geht, ist S&P 500, Dow Jones, genauso S&P 500, DAX, also die Indizes gegeneinander rauf und runter. In der Art und Weise, muss ich dazu sagen, wie ich es hier beschreibe und angegangen bin, habe ich nichts Profitables gefunden. Etwas besser, aber auch nicht wirklich gut, ist sowas wie Gold und Silber. Und mir ist, jetzt sage ich ganz bewusst, vom Gefühl her auch klar, warum. Gold und Silber, natürlich sind die grundsätzlich irgendwo korreliert, aber die Story ist bei weitem nicht so gut. Sind wir mal ein bisschen konkreter. Silber ist vor allen Dingen ein Verbrauchsmaterial. Zwar auch ein hochwertiges Metall, aber eher in Richtung Verbrauch. Gold hat mehrere Anteile. Gold ist Investment, also Absicherung, Gold ist Schmuck, Gold wird auch gebraucht und verbraucht in der Computerei. Gold ist also irgendwie so ein Mix zwischen allem Möglichen. Aber so eine richtige Korrelationsstory? Nee. Was in der Tat ganz gut funktioniert, sind Aktien. Und zwar dann, wenn die Aktien untereinander gut korrelieren. Das kann man entweder an dem Kurs selbst festmachen oder an dem entsprechenden Markt. Also Märkte wären dann ein Paar wie Daimler und BMW. Beide sind Autoaktien, beide sind also im Automobilmarkt. Ob der Automobilmarkt dann hoch oder runter geht, kürzt sich hier raus, spielt keine Rolle. Hier geht es darum, ob es eine Übertreibung von dem einen gegen den anderen geht. Nur mal, dass man es mal gesehen hat, Bayer, BASF, das Beispiel passt noch so gerade hier in die Zeit rein. Dass wir da mal so eine Equity-Kurve gesehen haben, auch die geht durchaus schon mal ganz gut nach Norden. Nicht ganz so schön wie die WTI-Brent-Sache. Bitte nicht wundern, dass hier oben teilweise noch WTI-Brent in dem Excel-Sheet drinsteht. Das liegt nur daran, weil das Sheet war als erstes da und anschließend die Kursdaten von den anderen da reingekommen. Aber in der Grafik habe ich es schon mal richtig gemacht. Also auch da geht durchaus schon einiges, wenn man die entsprechenden Aktien nimmt. Was nicht so gut geht, ist halt beispielsweise die Indizes untereinander oder auch Gold und Silber. Ich versuche mal schnell noch hier ein paar Fragen aufzunehmen. Wie kann ich denn sinnvoll mein Risiko kontrollieren? Risikoabschätzung nur über historische Drawdowns? Ja, das ist in der Tat. Historische Drawdowns sind für mich auch immer ein ganz wichtiges Schlagwort. Werde ich auch in weiteren Webinaren hier nochmal genauer vertiefen. Ich habe allgemeine Regeln, wie ich aus Drawdowns der Historie Risikos ableite, Trade-Größen, Risiko pro Trade, Risiko pro Strategie und. Alles kriege ich jetzt gerade nicht hier in einen Satz hin. Dann kommt von jemand anderem schon mal der Hinweis, DAX und MDAX scheint auch zu gehen. Muss ich gestehen, habe ich noch nicht weiter untersucht, aber ich glaube es gerne, dass es auch da
entsprechend gut funktionieren kann. So viel nochmal eben zu ein paar Fragen, die hier aufgetaucht sind. Ansonsten, tja, hoffe ich einfach, dass ihr ein bisschen was als lernen konntet hier über eine neue oder andere Strategien, wirklich Neues an der Börse, gar nichts. Über das sogenannte Pair-Traden, also den marktneutralen Trade von zwei hochkorrelierten Underlyings. Und richtig gut funktioniert es halt an Brent und WTI. Da ist auch dann die Story rund und sauber. Und diese Story ist, glaube ich, nicht ganz verkehrt, wenn wir da was Entsprechendes haben. Wer hier Unterlagen, Excel-Sheets und dergleichen haben möchte, ihr wisst schon wie, da steht nochmal die E-Mail-Adresse s.fridrichowski@jfdbrokers.com. Ich schicke es gerne zu, gar kein Problem. Auch wer das mit den Folien haben möchte, der konnte sie entweder jetzt schon downloaden oder auch die kann ich natürlich gerne zuschicken. Ganz wichtig, bitte mir unbedingt eine solche Mail schreiben, weil die Kommentare, die verschwinden für mich hier gleich. Und deswegen lieber nochmal kurz eine E-Mail. Dann funktioniert es auf jeden Fall, dass wir entsprechend zusammenkommen. Okay, soweit von mir. Weitere Webinare folgen. Eins kommt nächste Woche. Gleiche Zeit, eine DAX-Strategie. Aber ihr wisst, ihr habt in Summe bei JFD reichlich nächste Termine in dem Webinarkalender. Immer mal reinschauen, lohnt sich auch von den ganzen Kollegen. Da gibt es überall spannende Dinge zu lernen. Und Lernen ist, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen, die uns Trader am Leben erhält. Okay, soweit von mir. Euch allen noch einen schönen Abend, dem einen oder anderen einen schönen Fußballabend. Macht's gut und bis demnächst. Tschö.